Servus, ihr Lieben, da ist die Schiederin. Ich habe neue Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste als Mama. Ich dachte ja, ich kenne mich ganz gut aus, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Mein Horizont wurde um Kilometer erweitert in einem Wartezimmer in einer Arztpraxis. Ratgeber. Mamas und Mode. Style dich stylisch als Mama. Mamas Dress. Mamas Fashion Style Guide. Wie sehe ich nicht aus wie eine Mama? Dank Mode können wir sein wie vorher. Vorher? Vorher habe ich 8 Stunden geschlafen. Vorher habe ich die Wimperntusche vorm Bartspiegel anbringen können und nicht am Wickeltisch. Vorher war Duschen mit Duschgel möglich. Jetzt, wenn ich Glück habe, finde ich die Duschgelflaschen im Klo versteckt. Da bekommt der Name Eau de Toilette eine ganz neue Bedeutung. Wir sollen uns wieder mit Mode auseinandersetzen. Wir sollen Mode wieder spüren und wieder fühlen. Wir vereinen ja gerade sehr viele Rollen in unserem Mama-Dasein. Ja, ich weiß nicht, ich finde es halt nicht irgendwie prickelt, ausgespuckte Gemüsereste auf der Seidenbluse eintrocknen zu sehen. Ich finde auch so eine hautenge Skinny-Jeans auf dem Spielplatz eher schmerzhaft im Schritt. Und ich finde in einer 3 Meter breiten Shopping-Bag mit Strassaufsatz halt nicht gleich den Duzel für schreiende Kind. Aber, liebe Mamas da draußen, mit Mode ist alles wieder wie vorher und wir müssen nicht wie Mamas aussehen. Ich habe dank dieser Ratgeber das Gefühl, wir rennen als Mama alle ungewaschen, unrasiert mit Fettstift, Haaren und Kittelschürzen durch die Gegend. Damit wir ja nicht aussehen wie Mamas. Das hat's nochmal meine Oma erzählt. Ich will aber so aussehen wie eine Mama. Und duschen. Das mache ich heute Abend.